Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Bad Westfalica liegt zwischen Hannover und Bielefeld und Bielefeld. Das ist nur so zur Info. Das ist nicht im Ausland. Ich komme aber ursprünglich aus Polen. Ich bin nach Deutschland als Wirtschaftsflüchtling, heißt das so, zugewandert und dann zwangsgeheiratet. Ich habe das halt dreimal gemacht, bis ich mein Traumhaus hatte. Zuerst habe ich so Fehler gemacht, ich habe den Griechen geheiratet. Mir war egal, Deutsch, Griechisch, Englisch, da, ja, ich habe gar nichts verstanden. Ja, leider habe ich den Hades erwischt. Und dann ging es schnell, ich musste mir dann doch Arbeit suchen zuerst. Ja, mein Bruder hat mir so ein Pappschild gebastelt und sagt, Schwester, so, ich schreibe dir was drauf. Das musst du vorzeigen, wenn du dann Job suchst, im Restaurant. Ja, habe ich auch gemacht, immer vorgezeigt. Irgendwie hatte ich keinen Erfolg. Erst als ich später so dann Deutsch verstand, wusste ich schon, woran das liegt. Also die Deutschen mögen das doch nicht so direkt. Er hat mir auf den Schild dann geschrieben, suchen Arbeit schwarz. Ja, und irgendwann habe ich begriffen, ich muss ja Deutsch lernen. Hab's auch gemacht. Am Anfang, das war sehr schwierig, diese Dich-Mich, das versteht keine Sau. Ich musste mich bei einem Deutschen entschuldigen. Und dann sage ich so, ich entschuldige dich. Dann sagt der Deutsche, mich. Ich sage, nein, du nicht, ich dich. Dann sagt der Deutsche, also du, der Satz lautet, ich entschuldige mich. Sag, du mich nicht. Und dann sagt der Deutsche, ist egal. Sag, ich nicht egal. Ich entschuldige dich wegen mich. Anders gehört sich in Polen nicht. Deutsch ist auch sehr, sehr hart. Und wir Polen verstehen so vieles oder manches anders. Zum Beispiel sag nie zu einem Polen, dass du Pollenallergie hast. Das war so der erste Moment. Ja. Und Deutsch, ja, sag ich nochmal, ist sehr hart. Da gibt es so ein Wort, der eigentlich für schöne Dinge gedacht ist. Hustenhalter. Auf Polnisch heißt das Stanik. Und das hat tatsächlich germanischen Ursprung. Also Star vom Stehen, so bis 30. Ja, und Nick dann so ab 40. Ne? Irgendwann kriegen die halt, ja, Knick. Die Dinger. So ist das. Wir Polen und Deutschen sind sehr unterschiedlich. Aber eins haben wir gemeinsam. Wir achten so auf Äußerlichkeiten. Zum Beispiel eine polnische Frau zieht sich gerne ein schönes Kleid, macht eine deutsche Frau auch. Der Unterschied auch ist, wofür die polnische, die das verwendet. Also das Kleid wird zum ersten zur Kirche angezogen. Erster Sonntag, Kirchengang. Es ist egal, welche Kirche, Hauptsache das Kleid kommt gut zur Geltung. Und wesentliche Unterschied gibt es in Bürokratie. Also in Deutschland muss man sehr viel schreiben und in Polen schmieren. Mit Deutsch, Deutsch habe ich hier drauf, mit Englisch kann ich nicht so viel anfangen. Ich bekomme oft also Anrufe von Microsoft und die fangen so an. Do you speak English? Dann sage ich, lege ich wieder auf. Ja. Aber meine Kinder, ich bin schon mittlerweile deutsch, habe die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil ich auch ungern unhöflich bin. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, du, schreib mir bitte auf Englisch. Nein, danke. Hat er auch gemacht, ich habe mir den Zettel neben dem Telefon hingelegt. Und dann jetzt, wenn so ein Anruf kommt von Microsoft, dann sage ich so, do you speak English? Dann lese ich einfach dann ab. Now, fuck you, und lege ihn wieder aus. Mein Sohn
gesagt, also als Donald Trump es nicht besser kann. Und meine Kinder sind auch voll integriert. Meine Tochter, die ist auch heute hier, ich möchte sie gerne begrüßen, weil ich freue mich, dass sie hier ist. Die war schon mit 4 Jahren richtig geil drauf. Mama aus Polen, wir gehen zu Aldi einkaufen und an der Kasse sagt sie, Mama, hier darfst du nicht klauen. Ich hab tatsächlich bei Aldi Hausverbot. Ich bedanke mich.